Hallo ihr Lieben, Foodhall-Zeit. Wir waren gerade mit der kompletten Familie unser Wocheneinkauf erledigen. Ja. Einen leichten Schock hatte ich dann bei der Kasse, weil ich habe dann gesehen, wir waren dann schon über 100 Euro. Dann waren wir über 120 Euro und es waren immer noch so viele Sachen am Band. Und ich glaube, wir haben irgendwas mit 139 oder so stand dann Endsumme dran. Dann habe ich Gott sei Dank noch einen Leergutzettel gehabt, der ziemlich hoch war diesmal. Und die Kauflandkarte, dann ging es wieder ein bisschen runter. Aber ohne Scheiß, ich habe mir gedacht, what? Es wird immer teurer. Wisst ihr noch, früher, ich mache ja die Foodhalls jetzt echt schon lange, habe ich immer eingekauft für 40, 50 Euro und hatte genauso viel irgendwie gefühlt. Heftig. Heftig. Und wir haben Angebote eingekauft. Ne? Und naja, okay, viele Sachen auch nicht als Angebot, weil wir halt als Familie angekauft haben. Und da haben wir halt, ja, da nimmt hier, schlägt jeder so ein bisschen zu. Einmal Pringles, wenn du die Kauflandkarte hast, dann kosten die 1,69. Ansonsten 1,89, genau. Boah, die Kinder haben im Auto dann ein paar Pringles bekommen. Und Scheiße, die haben die Verpackung fast vernichtet schon. Wisst ihr was? Kinder sind teuer. Wer ist teuer? Dann, die Amelie isst die so gern. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu groß, der Packung. Ich glaube, das ist viel zu groß. So viele wird die nicht essen. Aber die haben 2,75 gekostet und die Hälfte von dem Pack. Nee, nicht mal. Ich glaube, 125 Gramm waren da nur drin. Hätte 2,29 gekostet. Da dachte ich mir, also 2,75, dann friere ich die halt ein. Oder keine Ahnung, was kann man sonst mit diesen Biestern machen? Mir schmecken die überhaupt nicht. Heidelbeeren heißen die. Also ich kann mit denen nichts anfangen. Mit dir Heidelbeeren? Barilla. War im Angebot. Für 95 Cent habe ich mal eine Packung mitgenommen. Weil im Angebot. Gürkchen für 44 Cent. Wow, auch mal endlich wieder günstiger. Die waren ja auch jetzt die ganze Zeit schon wieder bei 79, 89 Cent. Ich mir dachte, hä, eigentlich ist das Gurkenzeit. Was ist da los? Hier sind einmal Tomatchen, solche kleinen. 1,29. Schmecken die? Ich kann mit dem nichts anfangen. Schmecken nicht, gell? Aber es schmeckt nicht. Oh, mein Mann. Weintrauben waren im Angebot für 1,49. Die sind nicht gewaschen. Warum? Das wie ich. Erdbeeren wollten die Kinder auch 400 Gramm, gell? 3,49. Sehen aber sehr schön aus. Ich hoffe, unsere Himbeeren im Garten auch nie gewaschen. Ja, unsere Himbeeren im Garten können ja nichts. Die sind ja viel Schatz. Enten drauf scheißen oder Enten drauf schmecken, geht oder da keine nicht. Ahnung. Es geht beim Waschen um Pestizide, aber ich bin da auch nicht so. Und was weiß ich, was es da gestorben. Geht. Na, und dann schmecken die Erdbeeren nicht mal. Okay. 3,49. Guck mal. Ach, kauf keine Erdbeeren. Vergiss es. Mhm. Kannst jetzt nur mit Kaffeemilch und Zucker essen, so sauer ist die. Ein paar Tomaten. Da hat das Kilo, glaube ich, 1,15 € gekostet. Boah. Also ohne Scheiß, wie kann man denn dafür Geld verlangen? Mal ärgerlich jetzt. 1,19 € für Toast. Kann man dafür 3,49 € verlangen, 400 Gramm. Essig Essenz war im Angebot, damit putze ich ganz gerne. Also beziehungsweise habe ich letztens damit den Wasserkocher entkalkt und die Wasserhähne damit entkalkt. Dann war er leer, dann dachte ich mir, ja, brauchen wir neu. Und dann war der sogar zufällig im Angebot. Putze ich gerne. Himbeeren, auch unschlagbar teuer, aber unsere Himbeeren, weiß ich nicht, wachsen wie Schneckentempo oder die Amelie isst zu schnell, keine Ahnung. 1,99 €. Himbeeren. Wachsen gratis. Ich glaube, wir müssen echt mehr Himbeerbüsche anpflanzen. Wachsen ja eigentlich gratis im Garten. Doch, natürlich die ganze Bande da so voll hier. Hallo, 1,99 € für 125 Gramm? Du musst eben jetzt schon mal 7 vorgeben, muss ich anschauen. Ja, aber die redet nur von seiner Massage den ganzen Tag. Du hast. Ich habe nicht mal gewettet, aber er meint, gewettet. Er hat geschlafen. Ja, er meint, ich habe gewettet. Du hast gewettet. Mais, der ist im Angebot. So rum. Boah, die Amelie, weißt du, du warst gestern nicht da, weißt du, wie die Amelie diesen Mais gegessen hat? Ohne Scheiß, ja, er macht schon wieder so hier, den hier, er hat immer Hunger. Zeitprobleme, er hat Hunger. Ich möchte Tag 2. Ja, dann mach ich extra noch langsamer. Auf jeden Fall, Amelie hat gestern so ein Maisding, sie selber da abgeknabbert, ohne Scheiß, sie war da beschäftigt, Ewigkeiten. Also wenn ihr eine Beschäftigung für Kinder braucht, kauft so ein Maisding, dann sind die erstmal beschäftigt. Voraus gehört, sie mögen das. Einmal Äpfel, Kilo 2,79 €. Wahrscheinlich ist das so ein grünes, ekliges Baby und schmeckt nicht nach Wassermelone. Aber hat immerhin nur das Kilo 99 Cent, also das Ding 1,69 € gekostet.
Amelie isst auch so gerne Wassermelone. Amelie ist voll der Obstesser, aber volle Kanne. Deswegen haben wir auch so viel Obst. Die können sich den ganzen Tag nur von Obst ernähren. Die liebt es. Gurke auch und Tomaten. Tomaten, absolutes Lieblingsgemüse. Gerbe, ist eine teure Erbsen. Ja, aber was du die wollte ich abschneiden. Karotten habe ich mitgenommen. Die etwas krummen, dann kostet die Kilo nur 99 Cent. Dann hier einmal Essigessenz für 59 Cent. Vielleicht für den Vorrat noch. Kaiserbrötchen für 79 Cent. Ohne Scheiß. Spinnen ja wohl. 1,69 für Pringles. Die sind immer. Was? Lass mich hier! Tomaten. Tomaten kann man nie genug haben. Kann man Tomatensalat machen. Dann habe ich die Dinger mal mitgenommen. Ich weiß zwar nicht, was man damit zum Essen kocht oder sowas. Aber sehen irgendwie lecker aus. Ja, ich dachte mir, ich muss nicht. Vielleicht weiß ja jemand, was man mit diesen Dingern macht. Schaut aus ein bisschen wie Reis, ist aber wahrscheinlich kein Reis. Naja, auf jeden Fall habe ich die schon. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Oh, wisst ihr, was heute passiert ist? Als allererstes hat die Bella. Amelie, raus aus der Kamera. Als allererstes hat die Bella ein Erdbeermarmeladenglas im Kaufland runtergeschmissen. Also habe ich einen Karton genommen und das aufgekehrt, soweit es geht. Denn die Putzfrau war nicht da. Laut Kaufland, keine Ahnung. War die Urlaub, Feierabend, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das dann aufgeputzt. Dann, Bella war ja auch schuld, dass es alles gut, dass ich aufgeputzt habe. Aber die der Info hat dann gesagt, irgendwie ist die Putzfrau weg. Deswegen habe ich das jetzt erzählt. Auf jeden Fall ist die auch im Angebot, gell, für 1,69 und dann an der Kasse, was ist mir dann passiert, habe ich Nutella runtergeschmissen und dann eine ganze Nutella am Boden und wieder haben wir aufgeputzt, weil die Putzfrau ist ja nicht da. Hammer, oder? Ich mach sauber. Ja. Ach, ich komme hier nicht zurecht. Hoppala, da, weiter geht's hier. Ja. Kinderpinguin ist am Angebot für 1,99. Das ist aus dem Auto, habe ich nicht gekauft. Das Brot sah so lecker aus. Frisch aufgebacken. 1,69 für Weizenmischbrot. Ein paar Bananenchen habe ich mitgenommen für das Kilo 1,29. Für den Vorrat und Ausflüge. Das ist echt super praktisch. Ich glaube, das wollte ich euch vorhin erzählen. Ne? Und dann bin ich irgendwie durcheinander gekommen. Für Ausflüge echt super praktisch. 2,22 ist auch im Angebot für Speckmuffin. Beefy ist im Angebot. Schlagzug bei Beefy, denn das ist nicht richtig günstig. 1,99 für 6 Stück. Zwei Stück von der Eigenmarke K Classic habe ich, glaube ich, gelesen. 99 Cent mittlerweile schon. Also Beefy, Marke billiger wie Eigenmarke, ne? Also das ist krank. So, das ist mein Einkaufszettel. Dann haben wir Mehlrahm und Quark. Ich glaube, nur so Kräuterkartoffeln. Kräuterquarkkartoffeln machen demnächst mal. Ja, Wittmann Salami ist im Angebot. Natürlich, die ganz normale ist wieder ausverkauft gewesen. Aber ich habe die Salami Pulled Pute mitgenommen und Hähnchensalami. Ist ja wurscht, was das für eine Salami ist. Aber ich glaube, die andere schmeckt besser. Cocktailwürstchen für 2,49. Die sind so lecker. Die müsst ihr mal ausprobieren. Die sind richtig knackig und lecker. Obwohl man ja vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ne, wenn du das mal gegenrechnest zwischen die großen, enorm teuer sind. Aber dafür sind sie lecker. Also manchmal muss man halt auch zum Leckeren greifen. 1,69 für nochmal Marmelade. Und dann habe ich noch rein Rind genommen. Also ich habe Pute, Hähnchen und Rind. Die normale war einfach zu verkaufen. Dann haben wir hier Wraps. Ich glaube, unten im Keller habe ich noch einen abgelaufen, das müssen wir manchmal essen. Ich denke halt immer so, das merkt ja nicht, ob es abgelaufen ist. Ich muss mal gucken, ob es irgendwo schimmelt und wenn nicht, dann kann man es essen. 99 Cent auch gerade im Angebot. Früher haben die immer noch 99 Cent gekostet, aber jetzt kann man sowas nur im Angebot kaufen. Dann habe ich hier einmal Leona mitgenommen. Auch krass. Ne? Letzte Woche habe ich Leona für 50 Cent pro 100 Gramm gezahlt. Und heute habe ich gezahlt 13,90 das Kilo, also Lisa rechne 1,30 Euro. Pro 100 Gramm. Krass, oder? Ja, also Leona und Hirschinken sind da drin. Mein Ofenkäse Rouge, lasse ich mir heute Abend vielleicht lecker mit Tortillas oder frischem Brot da eintun. Ich mag das schon ab und zu ganz gerne. Und wenn nicht heute Abend, das ist, glaube ich, ewig haltbar. Bis zum 9.9. noch haltbar. 1,99 ist im Angebot. Grobe Bratwurst, 1,99 hat mein Mann mitgenommen. Richtig los. Eiersalat von Pop. 1,47 hat mein Mann letztens sehr, sehr gerne gegessen. Ich gesagt, der schmeckt richtig lecker. Gell? Der war lecker. Der war nämlich alles vom Pop minus 25%. Was ist lecker?
Schmier ich dir an? Was schmier ich dir an? 95 Cent für Ex-Lisa. Keiner mag dich so wie Lisa. 59 Cent für Eistee. Kartoffelsalat. 2,99. Was? Was schlimm? Ich hab doch dich gesehen gerade. Irgendwas bei mir echt kaputt, oder? 2,99 für Kartoffelsalat. Weil mein Mann gesagt hat, wenn ich ihn jetzt selbst mache, dauert eben das zu lange. Weil wir machen jetzt gleich Schnitzel mit Kartoffelsalat. Deswegen müssen wir jetzt Tegernsee, ist der allerbeste. Wir kaufen keinen Billig-Klassiker. Die schmecken eh nicht. Wenn ihr fertigen Kartoffelsalat kauft, dann investiert das Geld und kauft Tegernsee. Schmeckt richtig geil. Selbstgemachte schmeckt natürlich noch besser. Manchmal ist es auch so tagesabhängig, wie die Kartoffeln schmecken. Milka-Creme für 1,69 im Angebot. Eins habe ich davon runtergeschmissen. Aber auch nur mit Kaufland-Karte, sonst 1,99. Schnell wisst ihr Bescheid. Und nochmal. Aber gut, ist mir das im Laden runtergefallen. Das ist schlimmer, wäre es hier zu Hause. Dann habe ich den Fleck hier zu Hause. Und ich habe gezahlt und es ist am Boden. Ist ja noch schlimmer. Im Laden zahlt man es wenigstens nicht. Die schreiben es dann einfach ab. Ja, nochmal Milka-Creme zu Hause. Ich hatte eigentlich vier, aber eins davon ist mir ja runtergefallen. Haben wir noch ein Sackerl Kartoffeln, ganze 4 Kilo für 3,99. Da stand auch eine Frau Ewigkeiten. Ich stand, da stand die Kartoffeln, standen da. Sie stand da, ihr Wagen stand da. Ich kam gar nicht an die Kartoffeln ran und sie hatte gefühlt 5 Minuten den richtigen Kartoffelsack ausgewählt. Und hinten dran stand eine lange Schlange. Aber Hauptsache, sie sucht die beste Kartoffel für sich aus. Oder den besten Kartoffelsalat. Was weiß ich. Ja, mein Mann wollen auch, dann kann ich euch das auch gleich zeigen. Büblebier ist im Angebot. Kostet 13,99. Hast du aber die Kauflandkarte? Spaß nochmal 2 Euro. Also nur 11,99. Oh, ach Gott. Jetzt habe ich mir da was verlupft, glaube ich. Amelie. So. Amelie ist auch nur am Rumpfbesser. So, dann haben wir hier Gustavo, solche Dinger. Im Angebot kosten die immer 59 Cent, sind die jetzt nicht im Angebot. Wie heute kosten sie 1,19 Euro. Wehe, sie kommen nächste Woche ins Angebot. Nochmal solche Aufbackbrötchen für 79 Cent. Chips in Hülle und Fülle. 1,19 Euro. Dann habe ich die Kinder dafür, dazu genötigt, dass sie das kaufen, dass ich das kaufen darf denen. Die wollten das gar nicht so unbedingt, aber ich fand es so süß. Hallo? Ich hab mal mit so einem Fahrradanhänger und einem Fahrrad und ja, ich fand das süß. Außerdem war es runtergesetzt von 9,99 auf 4,99 und wenn die Mutter sowas sieht, dass sowas runterreduziert ist, dann muss die Mutti immer gleich zuschauen und habe ich gesagt, dann könnt ihr später das schön bauen. Das ist toll. Aber die wollten das eigentlich gar nicht so wirklich. Aber in mir herrscht halt ein großes Spielkind und ich finde, und ein großer Sparfuchs, es ist reduziert und dann noch was zum Spielen, perfekt. Wenn die das nicht wollen, dann baue ich es halt auf. Nein, die wollten es dann schon, aber die hätten es jetzt nicht unbedingt gewollt. 2,99 für Cabanossi. Boah, die habe ich früher, wo ich in der Ausbildung war, habe ich mir die immer mit Reis, also Curryreis gemacht und dann die damit reingeschnitten und das dann nochmal so angebraten damit. Boah, das war voll lecker. Da hat das Ding aber auch nur 1,59 gekostet. Das war immer so ein günstiges Essen, ne? Das hätte ich mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Hallo, ich war Friseurin in der Lehrzeit. Ich hatte nicht viel Geld und habe schon alleine gewohnt. Ne? Da muss man gucken, wo man hin. Ja, ja, ja. Jetzt hätte ich es mir nicht mehr leisten können. Als Friseurin, ich glaube, im ersten Lehrjahr habe ich nicht mehr 300 Euro verdient. Ich glaube, 259 waren es. Mhm. Das ist ein wichtiger, nicht gut bezahlter Job. Nürnberger Rostbratwürstchen sind im Angebot. Habe ich 2 Stück gekauft. Die sind immer Ewigkeiten haltbar. Bis zum 3.10. 2,79. Früher haben die auch nur 1,79 gekostet. Jetzt musst du sie im Angebot kaufen für 2,79 und dann sind sie trotzdem noch teurer wie früher. Aber gut. Kaiserbrötchen. 79 Cent. Welche Kaiserbrötchen haben die gekauft? Jetzt ist das unser Schnitzel. 4,29 für 350 Gramm. Ist es wenigstens fürs Pro-Tierwohl? Naja, haben wenigstens Außenklima gehabt. Haltungsform Nummer 3. Geht noch besser mit 4. 4,29. Hoffentlich war es ein glückliche Pute. Ja, das zweimal. 4,29. Das ist jetzt unser Schnitzel. Bella wollte Tirolini Milch für 2,19 €. Und dann haben wir noch 2 Pakete Eier. Für, ich glaube, 1,79 sind die gerade im Angebot. Denn mein Mann. Das sind noch Esseier, so kleine Popeldinger. Denn mein Mann. Ist gerade ganz viele Eier mit Speck und
So was bringt, dass ich das an. Ja, ihr Lieben. So, ich muss hier nicht finden. Das war's schon. So viel war es jetzt auch nicht, oder? 122,62 €, wenn man den Abzug nach den ganzen Pfandbons und Kaufhandkarten rechnet. Krass, oder? 122 €. Also, wenn ich mir so manchmal bedenke, ich denke ja das oft, wenn ich jetzt immer noch Friseurin wäre, als Friseurin habe ich in Vollzeitjob eine 43-Stunden-Woche gehabt und ich habe 1.100 € netto rausbekommen. 1.100 € netto. Habe aber dafür eine 43-Stunden-Woche gehabt. Ne? 43 Stunden in der Woche. Würde hinten und vorne nicht reichen. Erstens wüsste ich nicht, wo ich mit drei Kindern eine 43-Stunden-Woche arbeiten könnte. Ich bin so dankbar, dass ich mich damals getraut habe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ja, beste Entscheidung ever. Bis jetzt. Ja, vielleicht bereue ich es irgendwann, aber bis jetzt beste Entscheidung. Und dass das jetzt immer teurer und teurer wird, finde ich auch scheiße. Aber egal, da können wir nichts dran ändern. Oder vielleicht doch, wenn ich jetzt immer wieder jammer und meckere, keine Ahnung. Und wenn ganz viele von euch jammern und meckern anfangen, das auf jeden Fall nie aufhören. Das ist der einzige Weg, was, glaube ich, hilft. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Hüpf gerne einmal auf Instagram rüber, da siehst du wieder, was wir in der Story machen. Da siehst du bestimmt jetzt auch gleich, wie wir die Schnitzel anbraten. Ich versuche jetzt das Video gleich für euch online zu stellen. Dann ist es aktuell, also spätestens Sonntag oder jetzt vielleicht gleich. Aber gestern ist ja erst ein Video online gegangen. Ich versuche immer so ein bisschen Pause zu lassen. Aber es interessiert sich ja. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.